1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und bye bye. The horn on the bus goes beep beep beep, beep beep beep, beep beep beep. Der Kindergarten Little Giants in München. Hier leistet sich die Bildungselite unseres Landes das Beste fürs Kind. Zweisprachig sollen sie aufwachsen, die Nachwuchskräfte der Besserverdienenden. Die Devise, von nichts kommt nichts. Das Kind fordert diese Förderung. Das wird jedem sonst langweilig. Also ich glaube, ein unterfordertes Kind ist schlecht. Ich finde es ganz toll, wenn man einfach als Kind gleich eine zweite Sprache mitbekommt. Und das war für mich wichtig, für meine Frau auch, dass er gleich zweisprachig dann aufwächst. Das kostet uns sehr viel Geld, das kostet uns sehr viel persönliche Freiheit letztendlich auch. Also Geld, was wir sonst gerne auch woanders ausgeben würden, in den Urlaub. Wir leisten uns das, weil wir das unserem Kind und ab Herbst unseren Kindern wünschen wollen, dass sie einfach hier etwas mitnehmen können, was sie woanders so nicht haben könnten. Die Zusatzausbildung im Kleinkindalter ist tatsächlich nicht ganz billig. Ein Ganztagsplatz ohne staatliche Förderung kostet bis zu 1.400 € im Monat. Gründerin der bilingualen Kita-Kette ist Jelena Wahler, eine ehemalige Unternehmensberaterin mit viel Mut zur Marktlücke. Am Anfang haben wir, naiv wie wir waren, gesagt, nach 50 Kitas wird Schluss sein. Ich denke jetzt, dass es durchaus die eine oder andere mehr werden könnte. Können Sie was sagen zu den Gewinnen, die Sie im Jahr machen? Das möchte ich nicht. Im Stuhlkreis wird heute Englisch gesprochen, vor allem von der Erzieherin, einer ehemaligen Nanny. And who knows what's going to be next? Carla, he is then a butterfly. A butterfly? Does he turn into a butterfly? Yeah. So who can tell me what the honey caterpillar ate? Lily. Strawberries. Strawberries. Good. Apple. An apple. Okay. Ich glaube, die verstehen mich besser, als ich sie verstehe, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe das meiste, aber nur, weil Kinder in allen Sprachen ähnlich sprechen. Ich muss oft ein anderes Kind fragen, das besser Englisch spricht und mir dann erklären kann, was das Problem ist und was los ist. So funktioniert das. Kannst du schon zählen auf Englisch? 1, 2, 3. Und mit wem sprichst du Englisch? Und wenn du nicht im Kindergarten bist, mit wem sprichst du dann Englisch? Mit niemand. Manchmal führt der Wechsel zwischen den Sprachen aber auch geradewegs ins Chaos. Dann ist die Banane nicht nur krumm, sondern auch rätselhaft. What color is it in English, Victor? Is it blue? No. Is it yellow? Yeah. Is it yellow? No. It's not. What color is it? Gelb. No. Doch gelb. Okay, who thinks it's yellow? Okay. It's yellow. Nach dem Englischunterricht steht bei den Vorvorschulkindern Bio auf dem Plan. Naturwissenschaften als Kinderspiel. Früh übt sich, wer später Karriere machen will. Hätten Sie Mozart niemals vor ein Klavier gesetzt, hätte er bestimmt niemals komponieren können. Oder wenn Sie einem Beckenbauer, wenn wir hier schon in München sind, keinen Fußball in die Hand gedrückt hätten, hätte er niemals festgestellt, dass er gerne Fußball spielt. Unsere Idee ist es, das Kind, das individuelle Kind, mit möglichst vielen Erfahrungen in Berührung zu bringen, damit das Kind für sich selbst entscheiden kann, was ihm gefällt und in welche Richtung es gehen möchte. Wir fangen heute mit der 1 an, okay? Jeder von euch bekommt jetzt so ein Arbeitsblatt, bitte. Und das schaut ihr euch mal an. Wie heißt denn die Zahl hier oben? 1. Genau, und ihr dürft euch jetzt mal einen bunten Stift nehmen. Paul und Lilly bei ihren ersten Schreibübungen. Die beiden sind 4. Bis zum Schulbeginn sind es noch 2 Jahre. Zeit, um sich einen kleinen Vorsprung zu verschaffen. Dann geht es weiter mit dem Würzburger Sprachprogramm, wo dann einfach die Kinder die Namen klatschen und einfach schon mal so ein Wortverständnis bekommen und auch Silbenverständnis, was dann auch für das erste Schuljahr wichtig ist für die Kinder. Schon jetzt erinnert hier wenig an eine Kita und viel an Schule. Nur Zeugnisse gibt es nicht, jedenfalls nicht ganz. Also das sind Berichtshefte, sie dienen der Information der Eltern. Die Kinder sind bei uns den ganzen Tag und Eltern wollen natürlich wissen, was ihr Kind gemacht hat. Und da steht dann der Tag, die Laune des Kindes, was es gegessen hat und ob irgendwelche Besonderheiten waren. Für Paul ist der Kindergarten für heute beendet. Richtig frei hat er aber nicht. Schließlich gibt es auch am Nachmittag noch viel Zeit für Förderung. Die beiden Jungs machen noch Sport neben oder nach dem Kindergarten und einen Kunstkursus bei einer kleinen Künstlerin am Freitag. Und dann gehen die Jungs zur Volkshochschule hier und machen einen kleinen Forschernachmittag. Science Lab nennt sich das, wo sie die Farben entdecken heute Nachmittag. Ach, das steht heute noch auf. Das ist heute noch, genau. Gute Bildung als Privatsache.